Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edna bricht aus. Jo, ich bin ja hier in den letzten Folgen so ein bisschen verzweifelt und ganz ehrlich gesagt habe ich immer noch keinen wirklichen Plan, was ich machen soll. Aber ich habe ja ein paar, ich hoffe doch, hilfreiche Tipps von euch erhalten. Und zwar zum einen soll ich wohl noch mehr Licht anschalten in einigen Räumen. Ich weiß nicht, welche damit gemeint sind, von daher müssen wir hier jetzt leider wieder hin und her laufen. Und ja, wir müssen ja irgendwie beim Blase, hier kommen wir ja immer noch nicht rein, hier ist ja immer noch so ein Schloss. Huch, da wollte ich nicht hin. Zu dem Wächter Blase, da soll ich mich wohl auch noch ein bisschen genauer umschauen. Ich weiß nicht, ist da vielleicht auch ein Lichtschalter, den ich anschalten kann? Bin mir da überhaupt nicht so sicher. Deswegen, wir gehen einfach mal gucken. So. Ich gehe jetzt nochmal alle Räume durch. Vielleicht müssen wir auch wieder da zurück in unsere Zelle. So, hier ist kein Lichtschalter. Hier ist nichts, da sind wir verkehrt. So, ich denke mal, hier können wir uns auch sparen, aber der Vollständigkeit halber machen wir es jetzt einfach mal. So, aber hier ist ja auch nichts. Hier ist nur Aluman. Oder Aluman. Ah, dieses Tügelquietsche. Sehr schön. Und sie brauchen mal so lange, um da durchzulaufen. Ja, vielleicht müssen wir auch hier wieder noch irgendwo Licht anmachen. Da waren ja auch noch genug Türen. Kann also auch gut sein, dass wir wieder die ganze Fahrstuhl-Action haben. So, aber erst gehe ich hier noch schauen. Ist hier auch ein Lichtschalter oder sowas? Nee, ich glaube nicht. So einfach kriegen wir den ja nicht. Fernseher, aber hier haben wir doch alles geguckt, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, vielleicht hier, weil hier noch einige Monitore ohne Licht sind. Aber ich kann es auch nicht so wirklich erkennen, was das für Räume sind. Okay. Aber ich glaube, das war der Hinweis. Ich muss mehr Licht anmachen und hier, ne, da sind noch einige Bildschirme dunkel. Gut, also müssen wir jetzt wirklich nochmal alles abgrasen und nochmal überall nachschauen. So, hier war Licht an, oder? Ist definitiv Licht an. So, in der Küche ist auch definitiv auch Licht an, das weiß ich. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal nachschauen. Und hier oben, weiß ich gar nicht, kommt da jetzt nochmal irgendwo ein Raum? Hier können wir ja nicht rein, ne? Das ist Unfug. Und hier ist ja eigentlich nur das Büro. Und in dem anderen Zimmer kommen wir ja nicht. So, wie gesagt, wir gucken jetzt einfach trotzdem hartnäckig hier in alle Räume. Ansonsten, denke ich, müssen wir auf jeden Fall zurück. Ja, ja, hier ist ja nur schön verwüstet. So wie es sich gehört. Okay. Ach Mist, mir fällt gerade ein, ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geguckt. Alalala, tu nicht das jetzt nochmal schnell. Okay. Bin gespannt, ob wir jetzt hier weiterkommen. Ansonsten müsst ihr mir noch mehr Hilfe geben. Noch mehr Tipps. Ui, ui. So, hier kommen wir leider überall nirgendwo durch. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den ganzen Umweg laufen. So, gehen wir mal jetzt da lang. Ich bin mir echt überhaupt nicht sicher, wo man jetzt überall noch Licht anmachen konnte. Hier geht nicht Licht an. Hier ist nichts mit Licht. Hier war dieser Buddeltyp. Hier sind diese Archive. Nee, ich glaube, hier ist auch nichts. So, wie war das doch gleich? Bügel? Das sieht gefährlich aus. Ja, egal. Genau, wir machen es trotzdem. Und auch schön, wie Herr Mantel immer noch sich wäscht und wäscht und wäscht. Eine Liftfahrt, die ist lustig. Eine Liftfahrt, die ist schön. Da kommt der nächste Ausgang. Yep. Wird ja auch Zeit. So, dann gucken wir uns erstmal hier um. Dort. So. Licht. Ja, muss ich dann jetzt hier extra benutzen? Lieber nicht. Achso, nee, okay. Ich will die Roman. Warum? Ach. Ja, geht nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin schon wieder weg. So, ich weiß gar nicht.
Aber beim Barmann, da kann man, glaube ich, gar kein Licht anmachen. Aber ich glaube, ich habe auch noch nie wirklich drauf geachtet, ne? Diese ganzen Lichtschalter. Oh, doch, es geht. Wow. Krass, ich habe ja echt noch nie Licht angemacht. Der Barmann ist natürlich auch mal noch weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwo was finden kann. So, Edna, du musst mal ein Stück weiter rein. Noch irgendwo ein Lichtschalter? Jetzt irgendwie nicht so danach aus. Ich meine, hier leuchtet ja auch die Lampe. Ich bin ja auch so klug. Ah. Mehr Lampen sind dann wohl hier auch nicht. So, also in der Bar brennt jetzt schon mal Licht. Hier kann man auch kein Licht machen, es ist hell genug. So, da braucht man nicht rein. Da kommen wir ja in den Gruppenraum. Da ist sowieso Licht an. Also müssen wir jetzt nochmal eine Etage tiefer. Nee. Ja. Alter, wo machst du das jetzt nicht? Geh zur Wäschelift. Okay. Ohne Kleiderbügel. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, Zeit wird's. Wir haben viel zu tun, Edna. Wir haben viel zu tun. So, hier, Licht an. Ich nutze Lichtschalter. Und es wird Licht. So, ui, ui. Dahin. Hier ist auch duster. Okay, auch Licht. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn hat, dass wir jetzt überall Licht anmachen. Also klar, der Typ, der Blase sieht dann auf den Monitoren auch bei den anderen Sachen, dass da Licht ist, aber den Sinn verstehe ich noch nicht so ganz. Lichtschalter. So. So, da hinten ist keine Tür mehr und hier bei Flurende, da ist ja nur unser Schlafgemach. Hier gibt es auch kein Licht. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Blase, weil irgendwas anderes fällt mir ja nicht ein. Und los geht's. Und da haben wir wieder diese tolle Liftmusik. Dum, dum, dum. Teilchillig. Da kommt der nächste Ausgang. Jupp, und jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen? Oder? Nee, 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 wir müssen hier runter. Wir müssen aussteigen. So, gut. Ich bin irgendwie so gut gelaunt heute. Ich weiß gar nicht, warum. Noch sind wir ja kein Stück weitergekommen. Moment mal. Wo muss ich jetzt hin? Ah ja, doch, war richtig. Müssen wir ja wieder hoch. Edna? Ja klar, lauf doch einfach so ein paar Runden. Hab ich doch nicht gedrückt. Macht, was will, die Gute. So, noch ein Stück, noch ein Stockwerk höher, so. Okay, jetzt müsst du überall Licht brennen. Auf den Monitoren. Nein, da ist noch ein Dunkel. Was ist das für ein Raum? Die Krise. Ich versuche mal kurz näher ranzugehen. Einen Moment, bitte. Uiui. Ah, alles. Ja, alles klar. Ich weiß, welcher Raum das ist. Das heißt, juhu, wir dürfen den ganzen Weg nochmal ablatschen. Es tut mir leid, das ist der Raum, wo wir. Wie hieß er doch? Keine Ahnung, wie hieß dieser Professor irgendwas, der unseren Ohrenschmalz haben wollte. Also, weil er dachte, das wäre Bernstein. Das Zimmer ist genau dort. Da war es. Aber wir müssen ja leider wieder außen rum latschen. Eieiei. Gut. Ja, ne? Ich habe nicht gründlich gesucht. Habe diesen Raum total vergessen. Muss ich gestehen. Das heißt nämlich, wir müssen doch durch den Gruppenraum wieder gehen, wo Adrian und so ist. Es tut mir leid. Wir müssen uns nochmal diese lustige Fahrstuhlfahrt das reinziehen. Das sieht gefährlich aus. Egal. Vom Fahrstuhlfahrt, ne? Wäscheliftfahrt. Ding. Ding. Da kommt der nächste Ausgang. Jupp. So.
Ist das hier richtig? Ja. Sehr gut. Na nun los, mach auf die Tür. Okay, hier geht's nämlich auch noch lang. Und dann ist aber überall Licht. So. Nee, benutzen. Lichtschalter. Okay. Okay, es brennt überall Licht. Wieso können wir nicht einfach hier durch? Also echt. Mensch, Edna, ein bisschen schneller. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass es jetzt genau das gewesen sein sollte, was uns jetzt groß weiterhilft. Aber muss ja. Ich denke mal, ihr werdet mich ja jetzt hier nicht anspinnen. Hoffe ich zumindest, dass einer nie wollte, dass ich hier hin und her eiere und nichts erreiche. Da kommt der nächste Ausgang. Gott, seit wie vielen Folgen mache ich hier eigentlich schon nichts Gescheites? Seit sehr vielen, glaube ich. Und los geht's. Ja, na nun los geht's. Dann mach bitte auch, Edna. Ich bin so ungeduldig. Ich will jetzt endlich wissen, was da jetzt passiert. Ich meine, im Endeffekt, es kann ja eigentlich nur gut sein, dass sie jetzt da Licht angemacht hat. Der Wächter, der Blase, der sieht ja jetzt viel mehr, was in den anderen Räumen los ist. Oder findet er das eigenartig, dass über Licht brennt und er muss das Licht ausschalten gehen? Nee, der Quatsch, wir wollen ja seinen Schlüssel haben und er hat viel Wasser getrunken und er muss ja eigentlich auf Toilette, aber er geht ja nicht. Also bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir ihn irgendwie auf Toilette schicken müssen. Was das mit dem Licht jetzt zu tun hat, frage ich mich ganz ehrlich. Habe ich keine Ahnung. Aber gut. Ich bin einfach zu ungeduldig. Aber wir sind ja gleich da. So. Vielleicht können wir jetzt auch nochmal mit ihm sprechen und irgendwas anderes angehen. Edna, geh jetzt rein. So. Also da brennt jetzt auf jeden Fall überall Licht. Irgendwie hypnotisch. Okay. Hat uns bis jetzt noch nicht wirklich viel geholfen. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Bin ich der Neue? Ist das der Generalschlüssel? Was guckst du da? Ist das so... Was guckst du da? Nachrichten. Ja, das da. Warte. Ja, was bringt uns das jetzt bitte, dass wir jetzt überall Licht angemacht haben? Müssten wir nicht eher überall Licht ausmachen? Als statt anmachen? Wäre doch irgendwie sinnvoller. Macht nur keinen, obwohl bringt wahrscheinlich nichts, weil wir manche Räume gar keinen Lichtschalter haben und den gar nicht betätigen können. Toll. Und nu? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Ah, das hatten wir noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das uns wirklich weiterbringt. Keine Ahnung. Lass das. Komm, wir treiben ihn weiter in den Wahnsinn. Gluck, 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 gluck. Lass das. Lass das! Ich finde das sehr genial. Lass das! Lass das! Wusch! Lass das! Gut, Vorstellung beendet. Die Vorstellung ist beendet. Es bringt nichts. Endlich. Ich wusste, dass es nichts bringt. Was machen wir denn jetzt? Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Kann ich da vielleicht einfach Ketchup draufsprühen, so wie ich überall Ketchup draufsprühe? Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Nein? Der Senf vielleicht? Der Senf liebt Castingshows. Ist es nicht verschärfend, die da seinen Senf dazugibt? Ja. Nee. Ja. Der Senf liebt Castingshows. Achso, das hatten wir schon. Da laufen die Nachrichten. Ah.
Och Leute, das hat mir jetzt wirklich nicht viel geholfen mit, ich soll über Licht anmachen. Oder es fehlen doch Licht. Muss ich nicht doch lieber eher Licht ausmachen? Macht doch eigentlich mehr Sinn. Einen Moment bitte, ja, ich muss ganz kurz nochmal näher ran. Okay, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Monitore angesehen. Es bringt aber nichts, wirklich Licht auszumachen, weil hier oben, ich glaube, das ist die Toilette, wo Peter und Petra sitzen. Da kann man ja gar nicht mehr an Lichtschalter ran. Und auch hier ist es mit Adrian, ne, unser Gruppenraum, da können wir ja auch kein Licht ausmachen in dem Sinne. Aber warum sollten wir jetzt... Oh, Kontrollpult. Das sieht kompliziert aus. Ja, wieso sollten wir das jetzt anmachen? Moment, vielleicht müssen wir das jetzt anmachen? Und jetzt überall nochmal Wasserhähne laufen lassen. Aber das haben wir ja schon, ne? In dem einen Badezimmer, wo wir waren, da haben wir doch auch überall Wasser aufgedreht. Dass er einfach mehr, noch mehr da sieht. Hier läuft der Wasserhahn auch. Also hier läuft der Wasserhahn. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auf den anderen Toiletten mit den drei Wasserhähnen, dass da auch Wasser lief. Den Wasserhahn auch an. Ja. Tatsache, okay. So, wo sind noch Wasserhähne? Oben ist nur noch das Büro. Da ist kein Wasserhahn gewesen. So, hier ist auch kein Wasserhahn, da ist auch kein Wasserhahn. Das ist jetzt die einzige Überlegung, die ihm jetzt gerade noch so spontan einfällt, ne? Dass wenn er da Wasser sieht, dass er da auch dann einfach mal auf Klo muss. Also, ne? Das nicht mehr zurückhalten kann. Das heißt natürlich für uns jetzt wieder hier alles ablatschen. Zum gefühlten 100. Mal. So, hier unten, da ist die Spüle, aber da haben wir doch kein Wasser anbekommen, oder? Das habe ich doch schon versucht. Nee. Ich hab's. Nee, es geht ja wieder aus, okay? Gut. Das hilft uns nicht. So, da ist dieser Therapieraum, da müssen wir auch nicht hin. Was war jetzt hier nochmal? Ach ja, da kommen wir wieder zurück. Okay. Nein, 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 nein. Da will ich nicht lang. So, da waren wir. Jetzt fahren wir wieder alles mit dem Lift ab. Ui, ui. So. Hier können wir nichts weiter tun. Also müssen wir uns leider jetzt nochmal diese... Das sieht gefährlich aus. Egal. So, dieses nette Gedudel nochmal anhören. Da kommt der nächste Ausgang. Dum, dum, dum. Okay, was ist das hier? Das ist... Keine Ahnung, was das ist. So, dann... Ja... Stören wir nochmal Peter und Petra, ne? Was schön ist. Wie gesagt, da können wir nichts tun. Hier können wir aber auch nichts weiter tun. Okay. Dann, lass mich mal kurz überlegen. Bei dem Typen mit dem... Mit dem Fernseher. Gibt es da irgendwie eine Fernsehsendung, die wir umstellen können? Also auf jeden Fall ist da kein Wasserhahn. Das, so viel ist klar. Okay, da ist kein Wasserhahn auf jeden Fall nicht, aber vielleicht können wir die Sendung irgendwie umstellen? Ich lasse das jetzt an. Ach so. Es läuft ja eh nur Mist. Okay, schade. Na gut, dann nicht. Okay, das heißt für uns natürlich dann wieder eine Runde Lift fahren.
Kann ich das nicht irgendwie wegklicken? Dass es irgendwie schneller geht? Jetzt war's ja. Na gut. Es lässt sich nicht wegklicken. Wir müssen das leider bis zum bitteren Ende. Da kommt der nächste Ausgang. Uns ansehen. Okay. So, und ich wette, dass in diesem Bad hier eh schon alles an ist. Ja, seht ihr? Aber hier hat man noch diesen Schlauch. Können wir da nicht irgendwas benutzen? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die... Können wir die Duschen noch anmachen? Nee. Also das Wasser läuft. Irgendwas mit dem Schlauch vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein, ein Loch rein. Ich keine Ahnung, ehrlich nicht. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Ihr bringt nichts, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. So, was war da nochmal? Ich kann mir auch nicht merken, was das für Räume sind, ne? Ach ja, genau. Hier nicht einfach den Alarmknopf drücken? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal probiert. Was meinst du, Harv? Das will ich. Ich mach. Dann mach doch. Ich mach das. Mach. Ich mein's. Hi. Ja. Edna. Und was jetzt? Es scheint kein Effekt. Ah, ich glaube, das hatten wir schon mal. Okay. Keine Ahnung, ich gehe jetzt nochmal zur Blase zurück. Diese Tür war das, genau. Mann, ich habe mir was gemerkt. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. So, schnell abspringen, schnell abspringen. Oh, das war knapp. Das habe ich fast verschlafen hier und dann hätten wir die ganze Sache nochmal machen müssen. Ui, ui. So, jetzt trennen uns noch ein paar Flure. Oh, zu Blase. So, und wenn es das jetzt auch wieder nicht war, dann hatten wir noch eine Folge mehr, wo wir nicht wirklich was Sinnvolles gemacht haben. Oh je. So. Wasser läuft. Licht ist überall an. Wächter sitzt hier immer noch. Toll. Tolle Wurst. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Hast du etwa das ganze... Erinnere mich nicht daran. Als wenn bei den... Gott sei Dank bin ich, was das... Man nennt mich nicht... Ja, das bringt nichts. Hatten wir doch alles schon. Ah ja, das hatten wir doch alles schon, oder? Ich war in den... Oft statt... Stopp. Und das Meer... Und die Wellen wogten... Hin... Ja, das hatten wir alles schon. Ich gebe auf. Ja, ich auch. Ich gebe auch auf. Sorry, Leute, ich habe keine Ahnung. Und das mit dem... Ich lass dann mal wieder allein. Mit dem Licht... Dann tu das bitte auch. Hat mir nicht geholfen, ne? Ihr müsst mir da noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe echt keinen Plan. Wie gesagt, ich habe jetzt überall Licht angemacht. Es läuft überall Wasser. Viel ich weiß. Ja. Da, wo es geht, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt vielleicht irgendwo anders hin muss. Irgendwas anderes machen muss vorher.
weiß nicht, hier an seinem Fenster kratzen oder so? Da sitzt ein Weg, er starrt auf ein... Ich schlage einfach mal das Fenster ein. Kriegt er Angst? Toll. Super. Mist. Oh Mann, dann bekritzeln wir das Ganze einfach. Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. Alter Schlüssel. Haben wir den schon mal irgendwo benutzt? Wasserbecher? Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Die nennt man so, wenn man sie nur ein... Warum hab... Das sieht ja gerade aus, als ob der irgendwie mit Wasser befüllt ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Gehen wir nochmal auf das Klo. Um hier einfach wieder festzustellen, dass wir hier einfach nicht weiterkommen. Egal, was wir tun. Ach, Leute. Nee, kommt, ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich habe keinen Plan. Ihr müsst mir leider noch ein bisschen helfen. Ich stelle mich jetzt einfach in die Küche und schmolle. So. Ja, ihr müsst mir wirklich definitiv noch ein paar weitere Ratschläge geben, weil ich komme hier sonst nicht weiter. Ja, also, ne? In diesem Sinne, schreibt es mir in die Kommentare. Was habe ich noch zu tun? Oder gebt mir noch ein paar Tipps. Was kann ich jetzt machen, um hier... Ja, weiterzukommen. Ne? Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.